Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier ist Timothy mit Bart und ich finde, er sieht super gut aus. Ja. Das finde ich wirklich. Also wunderbar. Ich muss mal gerade schauen. Wir haben eigentlich schon lange nicht mehr unsere Gruppen eingeladen. Naja, gut. Er muss ein bisschen Spaß hier gerade machen. Ich gucke mal gerade, was die anderen machen. Till ist noch hier. Dem geht es aber auch ganz gut, weil gleich ist nämlich Schule. Okay, du stehst schon daneben. Mach mal eine erfrischende Dusche. Thorsten. Gut, der isst gerade. Naja, gut. Und du? Ob mit Essen schaffst du es eh nicht mehr. Denn die Schule beginnt direkt schon jetzt. So, dich wecke ich mal auf. Ja, ist ja gut. Unsere Tiere, okay, du gehst das essen. Das ist super. Und ich glaube, Tina wird dann, hoffe ich mal, auch gleich nochmal was essen gehen. Die ist hier draußen. Und die isst hoffentlich auch nochmal. So, Lina habe ich gesehen, in einer Stunde sollte sie, okay, dann machen wir mal was. Moment. Einschalten, Liedermacher. Und dann gehen wir einfach tanzen, bitte. So, Tina. Ja, Tina geht's auch wieder gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gegessen hat. Das ging aber ganz gut. So, dann gehen sie alle. Ja, wunderbar. Super. Die Kids gehen. Lina braucht noch ein bisschen. Achso, dich muss ich aufwecken noch. Du hattest hier jetzt so ein bisschen Spaß mit der Comedy. Ich müsste mich mal mit meiner Frau ein bisschen mehr unterhalten, oder? Wir haben halt echt nicht so viel Zeit, ich weiß auch nicht. Genau, tanz doch mal zusammen. Kann ich das mit Lina tanzen? Guck mal, wir tanzen mal ganz fix noch zusammen, während Tina uns zuschaut. Komm, geh mal. Komm schon. Geh mal lieber ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob man diese Musik kennt. Na komm schon, geh. Liedermacher, keine Ahnung. Das gefällt ihm aber auch. So, wir machen noch ein bisschen. Ich glaube, wann muss sie um 10 oder was? Ah nee, sie muss jetzt direkt. Okay, dann geh mal los, meine Liebe. Dann machen wir erstmal wieder aus. Und du gehst jetzt erstmal was essen. Ups. Wir gucken mal, was wir eigentlich drinnen haben. Okay, dann nehmen wir mal den armen Ritter. Guck mal, hier haben wir noch Popcorn drin. Das machen wir mal weg. Hier steht auch noch was zu essen rum. Brathähnchen. Weiß ich nicht. Ups. Dann sind wir heute mal mit Timothy ein bisschen alleine. Also gut, unser Butler ist noch da, aber der ist ja immer da. Den Tieren geht es anscheinend gut. Tantieme haben wir auch bekommen. Entschuldige, ich habe dir, glaube ich, das gesagt. Gell? Geh mal essen. Und dann können wir uns um dich kümmern. Die Fitnessfähigkeit sollten wir noch ausbauen. Warte mal. Okay, oh, wir sind auf 8. Da haben wir noch ein ganzes Stück zu tun. Morgen um 7 musst du wieder... Warum gehst du denn hier essen? Okay. Fühle ich mich nicht so alleine oder so. Keine Ahnung. Trevor hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Kreativität sollte gefördert werden. So. Gut. Oh, was ich mal machen wollte... Hier, Vögelfutter können wir mal draußen noch mal reinmachen. Können wir eigentlich das damals... Oh ne, das kann ich nur in den Winter. Ess doch weiter oder nimm's mit oder so. Ja, ich glaube, er nimmt es auch mit. Genau, an unserem freien Tag gehen wir doch mal auf unsere Terrasse hier nach draußen. Das ist doch ganz nett. Guck mal, das können wir mal irgendwo anders hinstellen. Das ist doch auch ganz gut hin. Ja, es geht schon. Oh, guck mal, da kommen schon die Vögel. Vögel beobachten. Ist ja süß.
Wie süß. Habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht, dass ich die wirklich beobachtet habe. Aber ist irgendwie voll goldig. Sofort kamen sie. Natürlich müssen sie aufpassen, weil wir eine Katze haben, aber die ist, glaube ich, ja, die ist beschäftigt und Tina weiß ich gar nicht. Die ist schon wieder. Okay. Wir möchten auf jeden Fall unsere Fitnessübungen machen. Dann machen wir mal Herausforderungen für Anfänger hier oben. Genau. Ist aber ruhig erstmal weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz hier nach oben gehen. Das ist ja unser, ja, unser zusammengestückeltes Stockwerk, sag ich jetzt mal. Hier kommen wir rauf und hier, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, das müsste mit Technikguru, glaube ich, zu tun haben, dieses Zimmer. Dann hier, das war ein Zimmer, als dann das Kinderset, glaube ich, dazu kam. Ja, so ein Kinderspielzimmer im Grunde. Dann, genau, da kann man auch durchgehen in das Bad. Das muss, habe ich halt nochmal hinzugefügt. Das ist auch einfach nur, ja, in der Galerie, nein, in dem Baumodus enthalten. Dann das hier ist irgendwas mit Kreativität, muss es gewesen sein. Ich finde das auch eigentlich sehr ansprechend. Aber auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen elterlich, also, ja, nicht so für Junge, wobei ich das, glaube ich, habe ich nochmal geschenkt bekommen, deswegen habe ich das dahingestellt oder so ähnlich, weiß es schon nicht mehr. Dann hier, das ist so eigentlich ein Durchzugszimmer geworden, einmal kommen wir von Flur hier kommen wir rein, dann gehen wir dahinter und dann gehen wir hier durch den kleinen Flur, naja gut. Das war tatsächlich die Schaffelei, das mit dem Malen, finde ich aber auch ganz toll. Das da hinten war, glaube ich, im Wellnessbereich irgendwie mit dabei oder so. Finde ich eigentlich auch ein schönes Zimmer, ja. Da kann man so schön rausschauen. Das ist so toll. Wir sind so wenig hier oben eigentlich. Also, naja, gut. Da kommt man auch wirklich nur durch dieses Zimmer durch. Ich habe hier keine Tür mehr reingemacht. Nochmal von vorne. Hier kann man nochmal in dieses Zimmer reingehen. Das ist... Ich glaube, das war irgendwie so büromäßig oder so. Also es war auch so ein Karrierezimmer. Und das hier eigentlich auch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches da welches war. Was ist denn das? Okay, das muss irgendwas... Hä? Ah, das ist doch so ein kleines Zen-Garten, oder? Hm. Na gut, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. So, und dann, ja, habe ich hier nochmal einen kleinen Flur hinzugefügt. Das hier ist ja unser neues Fitnesszimmer. Das war ja mit diesem Fitness... Was ist das? Dehnen, okay. Wie weit sind wir denn? Können wir noch anders irgendwie Fitness erhöhen? Laufbahntraining, Sandsack, joggen gehen. Aber wir könnten auch mit Tina vielleicht mal joggen gehen. Die würde sich freuen. Und das war, glaube ich, auch nochmal im Wellnessbereich mit dabei. So, dann gehe ich mal, wo ist denn die Tina da? Weil die will ja immer Aufmerksamkeit haben. So, ich frage mal kurz, was ist los, aber dann streichle ich sie, genau. Die braucht immer ein bisschen Aufmerksamkeit. So, wo kann ich denn sagen, dass wir joggen gehen? Anleinen, bitten, spazieren gehen, joggen gehen. Ich hoffe, das zählt dann auch für ihn. Und dann könnt ihr mal ein bisschen, ja, nach unterwegs gehen. Bis die anderen alle nach Hause kommen. Aber die beiden fühlen sich schon unwohl. Eine Stunde haben wir noch. Bis dann kommen die Jungs wieder. Tada, anleinen und los. Juhu. Freut sich. Erste Herausforderung, Ausdauerklettern geschafft. Okay. Müssen wir natürlich mal gucken, dass wir dann das vielleicht auch dranbleiben. So, die gehen jetzt joggen. Ich wollte mal ganz kurz nach unten gehen. Ja, hier hatte ich dann, ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, selber zusammengefuhrwerkt. Das hier kam damals mit dem Heimkino dazu. Das hier kam dann mit, ach, wie hieß denn das? Vintage oder so dazu. Ja, das ist ein bisschen edler, dieses Zimmerchen. Das ist so ein
Dining Room. Dann die Zimmer, die habe ich ja extra für unseren Butler hingemacht. Das ist ja, das sind Räumlichkeiten, die auch nur er betreten kann. Dann war das nochmal hier im Wellness-Bereich. Ja, hier können wir uns massieren lassen. Hier ist die Sauna, war auch Wellness. Ich glaube, das war sogar auch eines von den Wellness-Bädern hier. Dann das hier ist ganz neu mit der Waschküche. Müssen wir auch mal gucken, ob die Wäsche, ob wir noch Wäsche machen müssen. Das war hier von, ach, da ist was stehen geblieben. Das ist die Küche vom Gourmet, von der Gourmetarbeit irgendwie. Das hier müsste von der Wissenschaftskarriere sein. Das hier, weiß ich schon gar nicht mehr. Das war auch von irgendeinem Karriere. Aber das sieht so leer aus eigentlich, ne? Na gut, und das hier? Irgendwas mit Musik? Was? Ja, okay. Tja, dann ist das hier, wo unsere ganzen Urnen drin sind und unsere Bowlingbahn. So, und da sind die ganzen Säulen, die man braucht für irgendein Bestreben. So, oh, was war das? Ich muss mal gerade gucken. Zweier. Einser. Herzlichen Glückwunsch, Trevor. Zweier und Zweier. Okay, super. Ich glaube, Thorsten war auch nur, ja, Dritter. Nur ein Dreierschüler. Was? Nein, ich bin gerade joggen. Ich bin gerade, ich weiß gar nicht, sogar in der Nähe. Das müsste das Haus sein. Ich bin gerade joggen. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Stefan Schäfer? Keine Ahnung. Okay, dann, wir müssen uns mal um unsere Jungs kümmern. Zwein ist ganz unwohl. Okay, ich schau mal. Till geht soweit. Ich kümmere mich erstmal um die Unwohlen. Okay, du gehst ins Bett. Gehst du? Nee, nicht nur ein Nickerchen machen. Du gehst bitte ganz und richtig schlafen. So, bitte hier. Schlafen. Und du auch, auf jeden Fall. Ja, da wollte auch nur ein Nickerchen machen. Was war das für ein Geräusch gerade? Irgendwelche Geräusche habe ich hier gehört. Ich weiß nicht was. So, Till, mein Lieber, wo bist du? Ah, du bist hier oben. Okay, machst hier gerade so ein bisschen Spaß. Das passt aber auch ganz gut. Dann gehst du mal hier rüber, gehst auf die Toilette. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Er hat jetzt sein Ziel erreicht gehabt, sein Bestreben. Ah, guck mal, wir haben hier nämlich auch für dich noch ein Schulprojekt. Die müssen wir natürlich irgendwie auch noch schaffen. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich die alle hinstellen soll. Geh mal wieder in den Keller dazu. Ja, komm, wir gehen mal in den Keller. Ich hoffe mal, dass man hier. Ich versuche die mal hier nacheinander zu machen und hoffe mal, dass ihr das schafft. So, beginnen vorsichtig zu arbeiten. Wir sind gute Schüler. So, wie geht es dir? Spaß. Das kann ich ja nicht benutzen. Spaß, dann geh doch mal. Achso, wir müssen hier sowieso noch Motorikfähigkeit. So, dann geh mal hier spielen und oder Pirat spielen. Ich glaube, da müsste die Motorik sowieso dann verbessert werden. Oh, unser Timothy ist wieder nach Hause gekommen und macht jetzt hier ein kleines Nickerchen. Okay. Weiß nicht, ob es besser wäre, wenn du ins Bett gehen würdest. Tina guckt hier bei den. Oh, jetzt hat er den einen aufgeweckt, oder? Geh mal richtig schlafen. Tina, nicht aufwecken. Lina! Yay! Lina hat eine Beförderung mitgebracht. Sie hat einen Bonus und einen Denker irgendwie mitgebracht. Keine Ahnung, was. So, was haben wir denn? Bücher schreiben nicht begonnen. Da müssen wir natürlich Bücher schreiben. Aber auch Spaß, Hunger, also alles so ein bisschen in die Hälfte. Dann gucken wir mal gerade. Okay, geh mal hier rein. Ach, warum geht das nicht? So, verwenden. Dann machen wir mal eine erfrischende Dusche. Und dann gucken wir mal weiter, wie es dir geht. Wann musst du wieder arbeiten? Mittwoch also frei. Ja, super. So.
Dann gucke ich mal bei dir, ob es klappt. Okay, wunderbar. Und du hast auch angefangen hier unten. Sehr schön. Und die beiden, ja, die sind einfach noch zu müde. Die sind schon zu müde ins, zur Arbeit gegangen, in die Schule gegangen. Gut, wo ist ein Tiger? Ah. Was macht der da? Der kann doch eigentlich nicht durch die Wand durchgucken. Spannend. Keine Ahnung, was er da eigentlich so wirklich macht. Naja, gut. So, dich möchte ich dann mal aufwecken. Du gehst dann mal auf die Toilette und dann gucken wir nach oben. Oh. Vertikal. Rekordzeit zurücksetzen. Nein, nein. Vertikale Herausforderung leicht. Machen wir mal da. Weiter und hoffen mal. Fitness, Fitness. 30% haben wir. Okay. Ja, super. Oh, hallo Lina. Genau, Hunger, das hatte ich nämlich schon fast vermutet. Dann darfst du uns heute was kochen mal wieder. Kochen. Und zwar gebratenes Tofu-Hühnchen für alle. Steht jetzt nicht keine Anzahl da. Wir nehmen aber die großen Portionen. So, ich sag erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Dau. Ciao, ciao.